wir wollen Sachen gemeinsam austauschen, miteinander verknüpfen. Dafür braucht es halt Standards, dafür braucht es Regeln und Vereinbarungen. Und ich arbeite halt sehr viel mit Daten, sowohl praktisch als auch theoretisch. Und oft hapert es da so ein bisschen an den Details und klappt nicht alles. Also das, was ich erzählen will von den schlechten Standards, das kommt tatsächlich aus der Praxis, aus meiner Erfahrung. Und ich denke mal, jeder von Ihnen, der ein bisschen mehr mit Daten sich beschäftigt, wird da auch mal drüber gestolpert zu sein, dass es irgendwann nicht geht. Und ja, das liegt oft eben daran, dass die Standards nicht gut sind oder nicht gut eingehalten werden. Die erste Möglichkeit, um das Ganze zu blockieren, ist einfach, alle Regeln zu ignorieren. Also zu sagen, wir brauchen gar keine Standards, soll auch jeder das machen, wie er will. Irgendwie Daten produzieren, irgendwie weitergeben, wird schon laufen. Praktisches Beispiel, glaube ich, was sehr häufig ist, wir kriegen irgendwelche Excel-Tabellen. Ja, das war's dann. Also da muss man gucken, was das ist. Natürlich haben sich die Leute dabei irgendwas gedacht. Das ist schon mal, Excel ist natürlich irgendein Standard, aber was das denn ist und wie, keine Ahnung. Gut, also schlechter Standard, am besten gar nichts reglementieren. Soll jeder das machen, wie er will. Oder es gibt natürlich immer irgendwelche Regeln. Also alle Daten folgen irgendwelchen Gesetzen, sofern sich irgendjemand was dabei gedacht hat. Und das sind dann oft irgendwelche impliziten Annahmen, stimmt, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, am besten gar nicht erst aufschreiben oder diskutieren, sondern so bei den Annahmen lassen. Lass es bei ungeschriebenen Gesetzen, wird schon gut gehen. Wenn man nicht vermeiden kann, das irgendwie aufzuschreiben, halte zumindest die Regeln geheim. Also lasst es bei irgendwelchen internen Anweisungen, internen Regeln, die irgendwo vielleicht dokumentiert sind, dass nur die Mitarbeiter daran können, aber möglichst nicht weitergeben. Also es reicht ja, wenn wir die Daten selber weitergeben, aber warum die Daten wie aussehen, das ist natürlich eine andere Sache. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, diese Standards, diese Regeln irgendwie zu publizieren, mach es bitte in der Form, dass sie möglichst nicht so gut zugänglich sind. Also eine Möglichkeit, heutzutage ist es nur in gedruckter Form. Da denke ich so, was ist denn das? Oder es gibt sehr viele Standards, die nur immer noch kostenpflichtig einsehbar sind. Also beispielsweise ISO-Normen. Ein aktuelles Beispiel vor letzte Woche, letzte Woche gab es eine neue Sicherheitslücke, wurde entdeckt im WLAN-Standard. Also viele WLAN-Geräte haben dann diese Sicherheitslücke. Und eine Ursache war halt, dass der konkrete Standard, wie WLAN umgesetzt werden muss, auch nur kostenpflichtig erhältlich ist, sodass viele das so umgesetzt haben, wie sie es eben aus anderer Quelle erfahren haben, irgendwo anders dokumentiert, aber der ganz offizielle, exakte Standard, der war halt nicht frei einsehbar. Und dann, ja, das war halt einer der Gründe. Ja, soviel zur Publikation. Was soll denn in dem Standard drin sein? Also wenn ich einen neuen Standard entwickle, am besten überhaupt alles neu machen, selber machen, ja nicht gucken, was gibt es denn schon. Denn für viele Anwendungsfälle inzwischen haben wir schon irgendwas und vielleicht muss man das noch ein bisschen anpassen oder darauf aufbauen. Besser immer erstmal das Rad neu erfinden und alles selber regeln. Dabei plane möglichst umfangreich. Also es soll möglichst der Stand alles, jede Sonderregel, jedes Detail abdenken, was so alles vorkommen könnte. Am besten, man beschränkt sich nur auf die Sonderfälle und Ausnahmen oder fängt damit erstmal an und den riesigen Standard, der dann alles in der gesamten Einrichtung abdeckt. Der wird natürlich nie fertig, aber das, dieses Bestreben entdecke ich auch häufig. Dabei beschränke dich aber aufs Allgemeine, also nicht zu sehr ins Detail gehen. Beispielsweise Dublin Core reicht doch, 15 Felder. Oder wir haben doch für Dokumente DIN A4. Dokument ist halt, hat Papiergröße, fertig. Also das sind natürlich eigentlich gute Standards, also Dublin Core oder DIN A4. Aber wenn man sich darauf beschränkt oder den auf der falschen Ebene anwendet, also sagt, okay, das passt jetzt für alles und das reicht und die Details der Praxis überlässt, dann ist es natürlich auch ein schlechter Standard. Das andere Extrem, jedem Einzelfall sein Standard. Also am besten für alles, für jeden Datensatz eine eigene Festlegung. Dann hat natürlich auch niemand mehr den Überblick, welcher Standard denn genau gilt. Und jede Ausnahme lässt sich rechtfertigen, dass gesagt wird, ach, da machen wir einfach einen neuen Standard für, dann passt es wieder.
dann, ja, wie stelle ich sicher, dass die Standards nicht gut verständlich sind? Hier ist mir auch kein Beispiel als Hintergrundbild eingefallen. Man soll einfach keine guten Beispiele reinnehmen. Diese Regel ist auch ziemlich einfach zu befolgen, denn wirklich gute Beispiele sind schwierig zu finden, denn jedes Beispiel deckt natürlich nur ein konkreter Sonderfall, und ich möchte natürlich in einem guten Standard zeigen, wie allgemein etwas umgesetzt werden kann. Deswegen, ja, gute Beispiele sind nicht leicht, oder es ist halt Arbeit, ein gutes Beispiel für einen Datenstandard zu finden, deshalb gibt es sie häufig auch nicht so sehr. Dann benutze kryptische Sprache. Die Standards haben halt sehr viel gemeinsam mit Gesetzestexten und sind dementsprechend auch in einer etwas formalen, schwer verständlichen Sprache formuliert. Das hat auch gute Gründe, aber es ist immer noch Luft nach oben. Also wie bei wissenschaftlichen Artikeln, die auch manchmal unnötig kompliziert geschrieben sind, bei Standards gibt es das auch, dass dann da klausuliert wird oder irgendwelche Begriffe verwendet werden, wo es auch einfacher ginge. Also da kann man es immer noch schwieriger machen. Weitere Möglichkeit: bleibe möglichst unklar bezüglich der relevanten Teile. Was meine ich damit? Jeder Datenstandard hat halt gewisse Freiräume, also dass die gleichen Inhalte auch auf unterschiedliche Weise kodiert werden können. Ein allgemeines Beispiel ist Leerzeichen. Also Leerzeichen sind oft haben oft keine Bedeutung, sondern können einfach eingestreut werden in den Datensatz, um das Ganze etwas lesbarer zu machen. Aber manchmal haben sie halt doch eine Bedeutung. Das sollte man natürlich dann nicht festlegen oder dokumentieren, sondern einfach davon ausgehen, dass das schon jeder selber herausfindet, ob das jetzt gerade wichtig ist oder nicht. Also bleibe da möglichst unklar, was denn nun an dem Standard das Wesentliche ist und was nur so Beiwerk. Dann zur Anwendung, fördere möglichst kreative Lösungen. Ein Beispiel, wo ich gerade letzte Woche drüber gestolpert bin, war eine bibliografische Datenbank. Dort gab es ein Feld für den Titel der Publikation, und dann habe ich irgendwann gemerkt, da sind so komische Sonderzeichen bei einigen Titeln drin. Hatte den Grund, dass, wenn der Titel nicht englisch war, also es war eine Datenbank von hauptsächlich englischsprachigen Publikationen, wenn es halt beispielsweise eine deutsche Publikation war, dann war der Titel übersetzt worden ins Englische und in Klammern gesetzt worden. Also im Titelfeld stand dann auf einmal eine Übersetzung mit zusätzlichen Sonderzeichen. Das ist ja eine kreative Lösung, weil irgendwie war wohl die Anforderung, da auch die Übersetzung reinzutun, aber anstatt eben ein einzelnes Feld dafür neu zu schaffen oder zu definieren, hat man dann irgendwelche Sonderzeichen hinzugetan und gesagt, ja, das passt doch auch so. Ja, zu Sonderzeichen, also vermeide möglichst formale Sprachen. Formale Sprachen ist beispielsweise Datentypen, reguläre Ausdrücke, Schemata, Ontologien, also da gibt es verschiedene Varianten und Namen für. Das Wesentliche ist halt, das kommt aus der Informatik, das sind mathematische Konstrukte und dementsprechend auch nicht so beliebt. Oder man muss halt das sehr genau nehmen, wenn in einem Datenstandard irgendwas mit formalen Sprachen festgelegt ist, weil das ist halt das, was der Computer dann verarbeitet. Und wenn es dann an einer Stelle doch anders ist als gedacht, dann passt es halt nicht mehr. Also wenn man es einfach nur für Menschen lesbar macht, der Mensch kann es genauer interpretieren, der Computer möchte es exakt haben, und dafür gibt es die guten Mittel, formale Sprachen, aber ja, oft wird darauf verzichtet, weil es halt zusätzliche Arbeit ist und man muss sich halt ein bisschen damit auskennen. Andere Möglichkeit ist, alles nur formal und abstrakt zu machen, denn jede formale Sprache ist halt so ein mathematisches Konstrukt, was an sich wieder keine Bedeutung hat. Also die Details, also man kann sagen, es gibt die und die Felder mit den und den Datentypen, aber wie die denn, was für Bedeutung die haben und wie das im Detail ausgeführt ist, kann man auch abstrakt lassen. Und das ist eben die Richtung, kommen Standards, die nur von Informatikern entwickelt wurden, da ist dann irgendein Datenformat, aber die Bedeutung fehlt dann oder muss man sich dazu denken. Was auch damit zusammenspielt häufig, ist beschränkt sich auf eine Technik, also dass dann nur eine rein technische Lösung angeboten wird, beispielsweise nur XML
oder irgendeine andere, ja, irgendein spezielles Programm oder ein Betriebssystem, unter dem die Daten nur lauffähig sind und sinnvoll verarbeitbar sind. Natürlich muss man sich immer auf irgendeine technische Grundlage stützen und die als gemeinsame Grundlage nehmen. Aber da gibt es halt auch Möglichkeiten zwischen verschiedenen Techniken, also beispielsweise XML und JSON und RDF, von denen zu abstrahieren. Deshalb bei schlechten Standard ist es oft, dass es halt zu sehr ins Detail geht, dass genau diese Technik verwendet werden kann, wenn auch vielleicht eine ganz andere genauso gut möglich wäre. Ja, sonst noch gute Regel, ändere nichts. Also wenn man einmal einen schönen Standard hat, ja, reicht doch. Also in der Praxis ist es natürlich so, dass die Anforderungen sich ändern und dann muss man den Standard eigentlich auch ändern und das ist dann wieder Aufwand. Also lässt man es so oder es führt halt zu solchen kreativen Lösungen, dass dieser Standard uminterpretiert wird. Also schlechter Standard ist einer, der sich nie ändert und immer so bleibt. Falls man dann doch mal was ändert, vermeide Versionierung. Also es sollte möglichst nicht erkennbar sein, wann, was, wie dort geändert wurde und aus welchem Grund, sondern ja, irgendwelche Daten und die waren mal irgendwann entsprechend diesem Standard. Inzwischen hat er sich weiterentwickelt. Es ist oft dann unklar, ob das noch passt oder nicht. Dann eine der wichtigsten Regeln, validiere nie. Also ob die Daten, die ich habe, tatsächlich dem Standard entsprechen, kann ich natürlich nur rausfinden, wenn ich validiere. Entweder muss dann ein Mensch drüber gucken. Bei Daten macht man es meistens mit formalen Sprachen, mit Schemata, dass ein Algorithmus drüber guckt und dort schon mal Fehler findet. Auf jeden Fall die beste Möglichkeit für einen schlechten Standard ist, gar nicht erst drauf zu gucken, ob die Daten passen, denn dann, ja, eigentlich kann man den Standard dann auch weglassen. Das ist ja nur so eine Hilfe, ja, zur Anregung, wie die Daten zu gestalten sind. Also validiere möglichst nie. Und wenn du doch validieren solltest, ignoriere Regelverstöße, also falls rauskommt, da sind irgendwelche Daten, die sind kaputt oder die passen nicht ganz. Ja, wenn es keine Auswirkungen hat, dann wird es auch dazu führen, dass die Daten immer schlechter werden oder sich sowieso niemand daran hält. Also deshalb, schlechter Standard sollte einer sein, wo, ob er eingehalten wird oder nicht, es sowieso keinen Unterschied macht. Ja, und zuletzt einer der wichtigsten Punkte, der damit zusammenhängt. Ignoriere soziale Aspekte, also man kann natürlich Standards rein technisch sehen, das ist alles anscheinend ganz objektiv, aber in Wahrheit stecken da auch oft Machtinteressen hinter oder Organisationen haben halt viel Arbeit reingesteckt und wollen das jetzt nicht ihre Tätigkeit irgendwie ändern oder wirtschaftliche Interessen, die da eine Rolle spielen und wenn man so tut, als ob das eine rein technische Sache ist, ist das auch ein guter Grund, das ganze Standardisierungsprojekt gegen die Wand zu fahren. Ja, es gibt noch soweit die Punkte, die mir eingefallen sind. Es gibt bestimmt noch sehr viel mehr Möglichkeiten, schlechte Standards zu produzieren. Ich muss dazu sagen, ich mache selber viele Standards und die sind natürlich auch nicht alle perfekt. Ich bin da ein bisschen pedant, also es reichen oft auch nicht so ganz gute Standards, wenn halt die zumindest überprüft werden. Aber es gibt immer noch Möglichkeit, die ein bisschen besser zu machen. So, ich habe in den Folien natürlich die Hintergrundbilder auch richtig lizenziert, oder die kommen alle von Wikimedia Commons. Das ist dann, wenn man sich die Folien nochmal anguckt. Danke sehr.